rumziehen, Vandalismus vom Allerfeinsten betreiben, sich abschießen, mit vollgepumpt auf Amphetaminen. Ein Herz für Drogen. Ich hatte eine Unterlassungsklage reingedrückt bekommen vom Axel Springer Verlag, bei denen ja Ein Herz für Kinder gehört. Ich habe tatsächlich erkannt, dass ich kokainsüchtig bin nach 10 Jahren Konsum. Fuck. Ja, fuck. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute hier in Berlin, nicht alleine, sondern mit Berlins very own Herzog. Mann, schön, dass das geklappt hat. Wirklich. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Hat mich auch sehr gefreut. Und wie ihr sehen könnt, wir sind eure beiden Lieblings-Fashion-Influencer. Und darum soll es heute auch gehen. Es geht um Mode aus den 90ern, Alter. Gangshit. Ich meine natürlich nicht, Mann. Herzog, du bist Rapper aus Berlin. Du bist aber noch viel mehr. Du bist, meiner Meinung nach, warst du so der erste Cannabis-Influencer. Wenn du das so siehst, dann freut mich das sehr. Du warst deiner Zeit auf jeden Fall weit voraus, denn was wir jetzt so die letzten Wochen und die nächsten Monate und Jahre sehen, ist, wie sich jeder in dieses Business reinwanzen wird. Sehr wahrscheinlich. Auch Menschen, die vorher versteckt haben, was sie von dieser Pflanze halten, die vorher haben, dass sie Patienten waren. Leute, ich kenne so viele von euch, die jetzt influenzen, die Dinge machen, die in Social Media stark sind, deren Job das ist, die mir persönlich ins Gesicht geraten haben, rede nicht darüber, dass du Patient bist. Das kostet dich Werbeeinnahmen, das kostet dich Geld. Das ist nicht cool. Okay. Du warst einer der Ersten, die damit offen umgegangen sind. Mhm. Fast schon zu offen für die meisten. Also es hat nicht jedem geschmeckt. Was meinst du damit? Hat sich auch gekostet? Also ich gehe ja generell sehr, sehr offen mit dem Thema Drogen um, seit Beginn meiner Karriere so. Ich habe da nie ein Blatt vor den Mund genommen. Das hat natürlich ein paar Leute bitte aufgestoßen, dass ich da so offensiv mit dem Thema umgehe. Und die meisten Leute, die selber auch Drogen konsumieren und jetzt nicht nur Cannabis, sondern teilweise auch echt stärkere Sachen, die wollen das lieber so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wissen und keep it on the low. Da durfte ich mir so einiges gerade die ersten Jahre anhören. So. Und heute ist es halt einfach Standard. Ne? Also heute erscheinen Songs über, keine Ahnung, Kokain, die dann in den Top 3 landen, in den Single-Charts, wo du denkst, okay, das wäre halt früher ein absolutes No-Go gewesen. Es wäre indiziert worden. Heute wird es noch tot gefeiert. Also ja, wo zieht man die Grenze? Das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren alles so ein bisschen doch schon ziemlich verändert. Die Grenzen wurden extrem gepusht, sind ein bisschen verwässert und ja. Wir gucken jetzt mal hier blenden wir mal ein paar Alben ein von dir, weil du gerade gesagt hast, das wäre früh indiziert worden. Hier, Ein Herz für Drogen. Ja, es wurde ja so gesehen nicht wirklich indiziert, sondern ich hatte eine Unterlassungsklage reingedrückt bekommen vom Axel Springer Verlag, bei denen ja Ein Herz für Kinder gehört. Ach so, das war tatsächlich, das ist denen ihr Brand sozusagen? Ja, genau. Ja, also am Anfang haben sie nichts dagegen gemacht. Also wir waren teilweise selber auch früher Flyer verteilen und überall stickern. Mir wurden sogar Fotos zugespielt, wo im Axel Springer Haus selbst unten im Foyer an so einem Brett halt ein Einherz für Drogen Sticker irgendwie geklebt hat. Also ich gehe davon aus, dass sie es länger auf dem Schirm hatten. Das die aber wahrscheinlich gar nicht so groß tangiert hatte, weil es halt auch sehr, sehr klein war am Anfang und nicht abzusehen war, dass es dann diese Größenordnung annimmt. Und als ich dann ein paar Jahre später mit Eine drogenlose Frechheit mit meinem zweiten Album auf Platz 8 damals gechartet bin, 2014, dann haben sie wahrscheinlich sich gedacht, okay, jetzt gibt's was zu holen. Mhm. Und dann kam die Unterlassungsklage natürlich. Also tatsächlich erst mit dem nächsten Album kam. Genau, also da, wo dann so der erste große, vermeintlich große Charterfolg für die damaligen Verhältnisse eingetreten ist, dann sind sie gekommen. Wer hätte gedacht? Ich habe sich vorher ausgerechnet, dass es da vielleicht nicht so viel zu holen gibt, aber wir haben schon gut umgesetzt damit. Mhm. Also was wir da an T-Shirts und Hoodies und Stickern und Tütchen und Papers und hast du dich gesehen mit Ein Herz für Drogen drauf verkauft haben, das war natürlich weitaus mehr als das, was die an Entschädigung von mir wollten. Wie ging es aus mit der Unterlassungsklage, darfst du sagen? Ja, klar, darf ich sagen. Ist ja das 2015 dann eingetütet worden. Ich habe über meine Musikanwältin
einen Kontakt bekommen zu einem sehr, sehr guten Markenrechtsanwalt hier in Berlin am Hackeschen Markt. Und da hatte ich das Glück, dass der mit den Anwälten vom Axel Springer Verlag halt per Du war. Die okay. sind dann zusammen essen gegangen, das wurde beim Mittagessen geklärt. So werden die Sachen geklärt, ja. So, Mittagessen, Hinterzimmer. Genau, sowas halt. Und dann bin ich da relativ glimpflich bei rausgekommen. Also die wollten am Ende dann statt der 50.000 nur noch 7.500 von mir haben, plus Anwaltskosten und was da alles angefallen ist. Also ich bin mit 11.250 Euro aus der Nummer rausgekommen. Aber es ist ja trotzdem krass, so, ne, dass du das einfach so nicht machen darfst. So, ne, dass dir dann jemand kommt und trotzdem. Naja, ich habe ja auch Markenrecht verletzt. Ne? So ist es nicht. Also hätte ich jetzt nur den Titel benutzt, mhm. Ein Herz für Drogen. Und nicht das Logo. Mit einem anderen ja. Artwork wäre das gar nicht das Problem gewesen. So wie jetzt auch, oh Gott, wie heißt sie nochmal? Diese Katja, mhm. Diese Plastikolle. Katja Krasavice. Die bringt jetzt ein Album raus, das heißt Ein Herz für Bitches. So, weißt du, wie ich meine? Aber sie hat natürlich nicht das Artwork von Ein Herz für Kinder 1:1 okay. nachgemacht. Wie wir damals mit Ein Herz für Drogen. Und da wird sie natürlich dann gut durch die Nummer durchkommen. So. Ich glaube aber, es ist trotzdem eher ein Abzeichen der Ehre, vom Axel Springer Verlag verklagt zu werden. Eigentlich egal warum. Also es war gute Promo. Da hast du auch nichts falsch gemacht. Haben die drüber berichtet selber auch? Die selber haben, glaube ich, nicht. Ah, die haben, okay, okay, da haben sie sich dann lumpen lassen. Ja, okay. Ich habe das natürlich für mich probiert, irgendwie zu inszenieren. Ich musste natürlich auch das Album einstampfen. Also physisch durfte ich natürlich sämtliche Merchandise-Artikel, die CD, okay. nicht mehr verkaufen. Das war schon ein kleiner finanzieller Schaden, so, weil er natürlich, er hat ja immer wieder nachproduziert und es war ein Dauerbrenner, so ist es, lief sehr, sehr gut. Dann haben wir auch gesagt, okay, wenn wir das jetzt digital von den Streaming-Plattformen nehmen müssen, wenn wir sämtlichen Merch aus dem Shop nehmen müssen mhm. und sowas, ey, lass uns das ganze Ding nochmal flippen, nochmal rausbringen. Mhm. Und haben das Ganze dann einfach EHFD genannt, wo jeder mhm, wusste, EHFD, die Initialen mhm. stehen trotzdem für Ein Herz für Drogen. Und haben das dann halt mit einem neuen Artwork, mit so einem Herz aus Pillen gelegt, mhm. rausgebracht. Und dann war alles digital wieder am Start. Ich habe natürlich sämtlichen Merch neu produzieren lassen. Und dann ging die Reise weiter. Wie gesagt, Friedrichshain geboren sogar. Yeah. Wir sind in Friedrichshain, Alter. 1985. 85er Bau, ja. Berliner Osten, in Friedrichshain. Ich habe natürlich von Ostberlin gefühlt gar nichts mitbekommen, mhm. so, weil ich war 4 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Wir sind dann relativ schnell nach Mitte gezogen, bin dann in Mitte aufgewachsen und meine Grundschule war direkt an der Grenze zu Kreuzberg in der mhm. Adalbertstraße, direkt am Engelbecken und da war natürlich dann, warst du relativ schnell im Einzugsgebiet Kotti, mhm. Cottbusser Tor und da habe ich dann zu der Zeit auch immer mehr West-Berlin kennengelernt und ich hasse auch dieses Ost-West-Gequatsche, mhm. wir sind ein Land, die Stadt ist wieder eins, so. Ich sag dann immer lieber, ey, ich bin ein Wossi. Du bist ein Wossi. So ein Ossi, der dann später im Westen groß geworden ist. Ich kenne beide Seiten. Ich habe von beiden Mentalitäten mir das Beste, meiner Meinung nach, das Beste rausgepickt. Und oh, das übernommen. Ist gut gesagt. Das ist schön gesagt. Und ja, dieses, wir sind, leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es eigentlich gefühlt die ganze Zeit um Spaltung und gegeneinander positionieren geht. Und da mache ich nicht mit, Digga. Nee. Finde ich gut. Ich bin Ost und West in einem, Digga. Geil. Später kam Graffiti. Oh ja. Und das ist so, als ich das so geguckt habe, als ich so überlegt habe, wie strukturiere ich oder was, über was können wir reden. Wir könnten tagelang hier einfach so sitzen. Weil immer, wenn ich dann so geguckt habe, dann sehe ich sowas wie, ja okay, mit Graffiti fing es an so auf eine gewisse Art und du hast es sehr ernst genommen. So. Also sehr ernst genommen jetzt auch nicht. Ne? Graffiti, es war eine reine Spaßzeit. So. Ich war in der Crew richtig ja, okay, drin. Gut. MBS hieß das Ganze. Geil. Warte, MBS, Money, Bitches, Sprain, Money. MBS kannst du alles Mögliche machen. Also wir hatten damals Methadon-besessene Spinner, Mario Brothers, Mythbusters, Macht Berlin Schöner. Macht Berlin Schöner ist gut. Sehr ist gut. Ne? Der gefällt mir, Macht Berlin Schöner. Muschis brauchen ein Enzel, um das jetzt mal so ein bisschen halb zu zensieren. Also ja, ne, wie so eine Graffiti-Crew halt funktioniert, so jeder steuert dann irgendwas zu den drei Buchstaben bei. Geil. Aber ich selber, muss ich dazu sagen, ich bin nicht gut an der Wand. Okay, also kenn ich. Ich war maximal jetzt muss ich schon wieder so ein ekliges Wort sagen, die Füll...
Ja, also der, der maximal ausmalen durfte oder klar, am Anfang hast du die Sporen verdient, indem du halt dann checken musstest. So, mhm. Ne? Und die Crew bestand schon ein bisschen länger. Ich bin dann da reingerutscht durch einen Kumpel, mit dem ich damals Abitur gemacht habe. Der da Gründungsmitglied war, der hat mich damit reingebracht. Und klar, war eine coole Verbundenschaft, eine coole Gemeinschaft. Rumziehen, Vandalismus vom Allerfeinsten betreiben, sich abschießen, mit vollgepumpt auf Amphetaminen bis 4 Uhr morgens irgendwo an der Wand stehen und so ein Ding schmettern. Aber klar, das war so diese neu gewonnene Freiheit nach der Schule, nach dem Abitur, die ich da auf jeden Fall genossen habe und ausgekostet habe. Aber ich kann relativ gut taggen, meiner Meinung nach. Ich bin auf dem Blatt relativ gut, aber an die Wand, so von den Proportionen, habe ich es nie hingekriegt. So, da gibt es ja dann in der Crew auch immer einen, der vorzieht, der wirklich gut mit den Proportionen an der Wand umgehen kann, der das gut auf eine Wand verteilt und sowas. Da war ich immer so schlecht drin. Also es fing dann eher groß an und wurde immer kleiner. Und hinten hast du gemerkt, oh, der letzte Buchstabe, es wird jetzt aber ganz schön eng. Und das war auf jeden Fall nicht meine Stärke. So. Aber es ist schon eine besondere Sache. Also ich sage es immer, irgendwie Graffiti ist, es zieht sehr besondere Leute ein. Weil was machst du denn? Du gibst dir einen anderen Namen. Mit diesem Namen versuchst du Fame zu bekommen auf eine gewisse Art. Ich habe sogar mit Herzog getaggt. Ja, so. Mit meinem Nachnamen. Geil. Das ist, okay, das erste Tag ist immer eigentlich irgendwie ähnlich am Namen. So, ja, bei voll. Leuten. Aber ich muss wirklich, also ich will mich hier gar nicht mit fremden Federn schmücken. So den Großteil haben natürlich ganz andere Jungs in dieser Crew da vollbracht und gerockt. Ich war so ein Anhängsel und ich habe die Zeit einfach genossen. Ich habe diese Adrenalinkicks mit durch den U-Bahn-Schacht rennen und zu wissen, okay, in 16 Minuten kommt halt die U-Bahn und so eine Filme, das hast du halt mitgenommen. Dann in die Wand reinquetschen zu dritt oder zu viel teilweise, wo nur zwei Leute reinpassen und dann schießt die U-Bahn an dir vorbei und so. Das waren halt wirklich geile Filme. Und Berlin ist aber auch in der Spray-Szene, Berlin hatte schon immer so ein bisschen was Elitäres. Es ist ein bisschen anders als... Also jetzt, das kannst du nicht vergleichen mit der Graffiti-Szene in Nürnberg. Ja gut, aber wir hatten ja alle so ganz Deutschland hat ja auf Berlin geguckt. So, ich meine allein schon wegen Odem. Weißt du, wir haben so, jeder hat dieses Buch gelesen. Das war so die Bibel, Rest in Peace, Mann. Du hast so viele Leben beeinflusst. Also wirklich. Absolut. Ganze Generationen und immer wieder. Und die Leute lesen es heute. Ein guter Freund von mir schwärmt auch ständig von ihm. Ja, also muss ein echt dufter Kerl auch gewesen sein. Und ich habe ein Freund von mir ist abgeschoben worden damals nach Bosnien. Mhm. Und ich habe ihm so mein Odem mitgegeben halt, das On the Run. Und er hat es dort mitgenommen. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren wieder getroffen. Und er so, jeder, den du in der Graffiti-Szene siehst, von Sarajevo bis vor, hat dieses Buch in der Hand gehabt. Nicht nur, sondern genau dieses Buch. So, alle hatten das war deren so, Bibel. Das heißt, durch ganz Bosnien gewandert ganz und krass, hat dort Graffiti krass. Mit entstehen lassen. So. Also Grüße an Frankie aus Bosnien. Also Graffiti ist was, finde ich, ist was Besonderes. Es zieht besondere Leute an. Weil im Grunde, schau mal, du gehst raus auf deine eigenen Kosten. Auf deine eigene Zeit, auf dein eigenes Risiko. Im Grunde kriegst du nur Probleme dafür. Absolut. So. Und trotzdem musst du es irgendwie tun. Und deshalb, da frage ich jetzt, wann kam dann der Wechsel, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nachts nicht mehr an die Mauer, sondern ich gehe ins Studio zum Beispiel? Also das mit Studio und Mucke kam tatsächlich ein bisschen später. Die erste Transition war eigentlich in die Dealer-Phase dahin so. Was, die Dealer? Die Dealer-Phase. Die Dealer-Phase. Also, der Mann hat Drogen verkauft. Na, jetzt hör auf. Also jetzt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich hier nicht hingesetzt. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. So ist nicht. Also ich verkaufe ja nicht mehr... illegal, ne? nur den legalen Stuff. So. Siehst du einen Unterschied... Also jetzt auch, ich meine, du hast wie ich auch alles verkauft, oder? Also nee, früher. Nee. Hattest du Grenzen? Hast du gesagt, ich verkaufe keinen? Ich habe niemals Amphetamin verkauft oder sowas. Ich habe eine Zeit lang, also ich habe wirklich 95% der Zeit Gras verkauft. Okay. Und habe dann immer so diese November-Dezember-Zeit, wo es dann Richtung Silvester ging, habe ich dann ganz kurz nochmal Kokain mit ins Sortiment genommen. Aber eigentlich auch primär um meinen Eigenbedarf, der dann Richtung Dezember, Richtung Silvester fällig wurde, so ein bisschen abzudecken. Und, aber warum? Moralisch oder was? Fandest du das moralisch scheiße? Nee, es ist einfach, nochmal eine ganz andere Hausnummer als Gras zu verkaufen. Ne? Du hast mit ganz anderen Leuten zu tun. Du gerätst da in Kreise rein, in denen du
eigentlich nicht unbedingt sein möchtest, sehr abgefuckte Menschen teilweise dabei. Mhm. Da war die Gras-Szene, Dealer-Szene mir auf jeden Fall sympathischer, auch wenn das nicht immer reibungslos lief. Aber ja, gerade bei so chemischen Sachen wie Kokain und so hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere Konkurrenz gehabt damals. Was heißt reibungslos lief? Was war, gib mal ein Beispiel, was schief gehen kann? Was war Stress? Ich meine, wir haben immer jeder sagt. Den falschen Leuten vertrauen, irgendwo auch mal abgerippt werden oder sowas, das ist auch mal vorgekommen. So Kombi-Geschichten, wo du in deinem Kombi hinterherrennen musst und blabliblub. Also mir ist jetzt zum Glück nie irgendwas wirklich Schlimmes passiert, außer mal ein kleiner finanzieller Schaden, der dann aber auch relativ schnell wieder ausgeglichen werden konnte. Da kenne ich auf jeden Fall ganz andere Kaliber, die es schlimmer erwischt hat, wo dann die Konkurrenz mitbekommen hat, ah, okay, der hat gerade geholt und sitzt gerade auf 2-3 Kilos zu Hause, dann haben die sich halt als Kripos verkleidet mit Sturmmasken und sind da so auf Pseudo-Zivil eingeritten, haben einen auf Polizei gemacht und die Leute abgerippt und sowas. Also das ist mir zum Glück nicht passiert, aber klar, links und rechts hast du sowas mitbekommen und so. Also auch in der Gras-Dealer-Szene damals. Damals hat man aber auch nicht so viel Konkurrenz gehabt. Wenn du heute Gras verkaufst, in diese ganzen Kelly und Kanada-Weed-Geschichten, Import-Geschichten, das ist ja wie Sand am Meer, du bist da einer unter 1000, so, weißt du? Und ich war, oder heutzutage einer unter 10.000, so. Und damals war ich einer von ein paar hundert vielleicht, so. Also wir reden hier von der Zeit, so, wann habe ich das gemacht, so? So wirklich exzessiv 2005 bis 2010, so den Zeitraum. Aber das klingt ja fast so, als wäre die Drogenpolitik, die Prohibition gescheitert. Ja, absolut. Nein, Bro, hör auf, das mag ich nicht glauben. Das möchte ich nicht glauben. Wie du sagst mir, es gibt heute nach nochmal 15 Jahren Druck mehr Dealer als vorher? Safe. 1000%. Was soll ich meinen Homies von der CSU erzählen? Ja, also es wird Zeit, dass legalisiert wird. Da können wir ja auch nachher nochmal kurz drüber sprechen. Auch ein sehr umfangreiches Thema. Jetzt vielleicht nochmal. Eigentlich, bevor ich jetzt hier das so aussieht, als wäre ich mit leeren Händen gekommen, Digga, ich habe Geschenke mitgebracht. Zeig mir doch mal ein paar Geschenke, mein Geschenke nehme ich. Also, sind in der ich habe hier Zeit noch in der Hosentasche noch eine kleine Spielerei. Erstmal Werbung in eigener Sache. Ja, hervorragend. Hier ein Exotic Seed Sticker, ein Herz OG Sticker und nochmal 5 Samen von meiner Sorte Herz OG. Oh wow, warte mal. Für dich zum Anbauen, die kannst du dann theoretisch. 3 davon darf ich noch. Nochmal reinhalten hier kurz, die kannst du theoretisch. Wir filmen die ab. Ab 1. Januar 2024, wenn dann alles gut geht, kannst du die legal auch. Warte, 3 davon. Ne? 3 davon darfst du dann legal anbauen. Weiß nicht, ob du dann 5 Seeds besitzen darfst, aber 3 Pflanzen darfst du growen. Und das ist dein Hund, ne? Das ist mein erster Hund gewesen, Aslan, rest in peace, Digga. Aber da krieg ich gleich Gänsehaut, weil da ist auch wieder eine Gemeinsamkeit, die filmen wir danach mit schön Dogs ab. Ich danke dir, vielen Dank. Ist nicht alles, Digga. So, ich habe ja noch erfahren, dass du eine XXL brauchst. Ich habe aufgetrieben. Nein! Eine der allerletzten Herzi-Meiler-Bags von meiner letzten CD. Alter, was Album, was auf Platz du bist ein Marketing-Genie. Auf Platz 2 gegangen. Das ist auf Platz 2 gegangen. Hör mal auf, schau mal mit, wie mich hier sitzt. Auch ganz, ganz knapp an der 1 vorbei. Auch ich wie mich geil halt, Herzi-Flavor. Du hast, also wirklich, bist du die. Ich darf es aufmachen, oder? Ja, na klar, das ist für dich, Digga. Ey, das ist, wie gesagt, extra eine XXL. Ich habe noch. Du bist ja. Bist du die treibende Kraft? Oh, das hättest du nicht mal einreißen müssen, Digga. Oh, aber shit. Pass auf, ich habe drin, weil ich war nämlich so findig und pfiffig. Ich wusste, dass die Leute wahrscheinlich denken, dass es zugebügelt ist und es einreißen werden. Ich habe für die Leute, die es dann einreißen, nochmal ein unversehrtes. Ja, danke. Meilerberg mit reingetan. Ich bin mit den Meilerbergs, ich komme mit denen noch nicht klar. Ich war auch in den Niederlanden und habe die aufgerissen überall. Echt, und dann haben mich so angeschaut. Die waren doch offen, Digga. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. So. Dann habe ich dir noch einen Herzi-Bunsenbrenner hier mit reingetan. Ja, so, hervorragend. Müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, genau. Da ist eine Trainingsjacke drin. Wir sind so noch kleine Tütchen. Wieso bist du so stark, Mann? Sag mal, wer designt das? Bist du da der Kopf dahinter? Oder wie? Also ich sag schon, wie es auszusehen hat und so, aber ich habe natürlich einen Grafiker, weil ich selber bin jetzt ein bisschen krüppelig in Photoshop unterwegs, aber so ein paar Basics kriege ich hin. Genau. Ja, okay, gut, da sehen wir mal. Also das ist wirklich, ich ziehe mir den aber jetzt mal an sogar. Der kommt mir nämlich gerade recht. Ist tatsächlich eine Trainingsjacke, Digga. Geil. Ich hoffe, sie passt hier. Die passt mir auf jeden Fall. Herzi, Bag. Jetzt hast du aber mich wirklich
Jetzt hast du dich aber sehr beliebt bei mir. Die ist auch innen drin richtig am Pöbeln hier, ne? Passend. Ich hoffe, sie passt, ja, Digga, weil größer als XXL. Bam, Alter! Hä? Wie ist kommt mit den der? Ärmeln gut? Wie kommt der? Die ist sehr gut, die ist sehr gut. Hä? Wie kommt der? Ja, ne? Schau, AK findet's geil. Nice. Okay, ja, geil. Hammer. Schönes okay. Ding. Freut mich, dass sie passt, Digga. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie dir nicht passt. So, die nächsten zwei Drittel des Interviews gehen jetzt in der Jacke. Schon mal, ich fühle mich richtig wohl. Cool, freut mich. Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema weg. So, eigentlich waren wir jetzt über das Deal. Ich meine, das war ja, du hast jetzt ein bisschen Spaß gemacht damit, sozusagen, das noch dealen, weil es ist es ja nicht. Es ist ja schon was anderes. Ob du legal Samen hast, du hast Kooperationen, du bist der also, Erste. Sind natürlich illegal in Deutschland, ne? Muss man dazu sagen. Ja, nicht für. Wir sind EU-weit ist es. Patient, das alles. Legal. Bleib mal cool mit dem. Das ist eh vorbei. Ich hoffe. Wir haben nicht mal eine Drehgenehmigung hier. Fuck it. Das Ding ist, es ist ein großer Unterschied zu dieser Illegalität und dem Gefühl, dass dir jeden Tag jemand die Tür eintreten kann, dass es immer vorbei sein kann, dass man alles, was du dir aufbaust, was du erarbeitest, erhasselst, mit einem Tritt durch die Tür kaputt sein kann, genau, und dir so weggenommen werden kann. Und so war es auch bei dir, ne? Durfte ich erleben, ja. War nicht so cool. Wie war das? Das erste Mal, wo ich gebastelt wurde, war es ein unglücklicher Zufall, wo andere ins Visier geraten sind und da wurde ich dann quasi mit hops genommen. Das würde jetzt den Rahmen absolut sprengen, das im Detail zu besprechen. Da habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Da sind die also bei meinen Eltern dann nochmal eingeritten, das war nicht so cool. Ganz kurz, muss ich kurz zwischenhaken. Waren deine Eltern da? Meine Eltern waren da, ja. Das war in der frühen Hausdurchsuchung, oder? Ja, ja, klar, so 6.30 Uhr oder so. Wie kannst du, weil das ist ja so ein bisschen was, das ist nämlich eine Sache, die ich kurz jetzt ausführen muss. Leute werden sagen, warte mal, das habe ich schon mal gehört, das ist ein Drogenrapper. Warte mal, das habe ich schon mal gehört, der war doch in irgendeiner Doku von Funk oder was. Oder warte mal, das ist doch der mit den schwierigen Texten, der verherrlicht Drogen. So, und jetzt möchte ich aber ganz kurz von dir wissen, ich meine, du hast nämlich einen Preis bezahlt. Naja, für klar. Diese Welt. Und absolut. Hast du jemals gefühlt oder darüber nachgedacht, wie es deinen Eltern ging an dem Tag? Natürlich, natürlich. Also ich muss auch meinen Eltern auf jeden Fall Respekt zollen. Speziell meinem Vater auch, der dann natürlich da, also den Anwalt hat meine Freundin, meine damalige Freundin geklärt. Die hatte von mir eine Nummer, die wusste, wenn irgendwas ist, ruft diese Nummer an. Aber bezahlt hat den Anwalt natürlich erstmal mein Vater so. Mhm. Der stand dann auch draußen, hier Paradestraße in Tempelhof. Da sitzt auch der Polizeipräsident und da wirst du dem Haftrichter vorgeführt. Und da saß ich erstmal kurz in U-Haft, 24 Stunden, und dann hat mein Anwalt mich halt rausgeboxt. Durfte dann nach Hause gehen, und zu Hause angekommen, gab es dann auf dem Abend natürlich erstmal so das klärende Gespräch mit meinen Eltern. Die wollten erstmal wissen, ey, was hast du hier eigentlich abgezogen? Was ist da passiert? Leg mal jetzt alle Fakten auf den Tisch, sonst kannst du vergessen, dass wir dich noch unseren Sohn nennen. So okay, es ist eine Menge Druck auch aufgebaut. Klar, aber, natürlich. Das aber ist ihr Haus. Absolut. Ihre Digga, Privatsphäre, ihre Wohnung, die vernichtet wurde. So, ja. Genau, war nicht so cool. Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe da halt auch ein krasses Scheinleben geführt. Ne? Also ich habe denen halt erzählt, ich würde hier irgendwo einen Minijob machen und hier und da und draußen mich rumtreiben, eben nicht rumtreiben, sondern halt irgendwie arbeiten. Hab die da ziemlich hinters Licht geführt, was definitiv nicht cool war von meiner Seite. Und ja, musste dann, geht mir auch gerade ein bisschen nah, auf jeden Fall, vor meinen Eltern erstmal mich nackig machen. So. Also jetzt nicht sprichwörtlich, sondern halt einfach erstmal erzählen, was ich da so die letzten Jahre getrieben habe. Meine Mutter war auf jeden Fall schockiert, so, weil die ist 8 Stunden am Tag ackern gegangen und hat halt weitaus weniger in einem Jahr verdient, als ich verdient habe. Und ich habe den ganzen Tag Köpfe geraucht und Leute abgefertigt und mir da eine goldene Nase verdient. So. Und mein Vater, klar, fand es nicht cool, aber der war irgendwie stolz, so, dass ich so eine umtriebige, geschäftstüchtige Ader habe. Und Fazit halt am Ende des Tages war, ey, Junge, krieg dein Scheiß auf die Kette, mach was Anständiges und nutz deine Geschäfts...
Fähigkeiten, deine geschäftlichen Fähigkeiten, dein Verkaufspotenzial und sowas, bitte legal. Mhm. Mach was Legales oder geh studieren. Mhm. Und ich habe dann damals, auch um meine Eltern zu besänftigen, mich halt immatrikuliert an der Humboldt-Universität hier in Berlin, habe Geografie und europäische Ethnologie geil studiert für 3,5 Semester, aber ich hatte eine Hardcore-Depression zu der Zeit entwickelt, okay, weil ich das nicht für mich gemacht habe, sondern ich habe es für meine Eltern gemacht. Okay. Und ich war die ganze Zeit davor halt, nach dem Abi, Graffiti-Zeit, Dealer-Zeit, ich war so dieses autonome, selbstbestimmte, ey, keiner sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Und dann kommst du halt aus einer Szene, sei es jetzt Graffiti oder Drogendealerei, in ein ganz anderes Umfeld, so, wo du mit irgendwelchen spießbürgerlichen, steifen Menschen dann da im Vorlesungssaal sitzt und dich ständig nur fragst, ey, was mache ich hier eigentlich so? Und ich habe es nicht für mich gemacht. Das war die Quintessenz des Ganzen so. Und dann habe ich hingeschmissen, habe dann mit meinen Eltern leider auch noch nicht gleich klar Schiff gemacht so und erstmal so dieses Konstrukt aufrecht erhalten, so, ey, euer Sohn ist ein braver Student, wo ich aber schon längst, also ich war noch nicht exmatrikuliert, weil es natürlich damals entspannt war mit Krankenkassenbeiträgen etc., wenn du Student bist, hast natürlich eine ganz andere Nummer, ganz anderen Betrag da zahlen müssen und habe dann währenddessen mich selbstständig gemacht, mit eigenem Label und Mucke rausbringen und erstmal das restliche Drogengeld, was man auch irgendwie hatte, da ins Studio investiert, in CDs, Produktionen etc., Grafik. Dann hast du ja genau das eigentlich gemacht, was dein Dad von dir verlangt hat. Richtig, eigentlich schon. Ich habe mir legal was aufgebaut und dann nach und nach durchsickern lassen, ey, ich gehe nicht mehr zur Uni, ey, ich bin jetzt exmatrikuliert, ey, jetzt 100% voll auf dieses Label. Oder die eigene Musik auch in dem Fall, fanden sie natürlich nicht so cool, meinten auch, ey, mach was Anständiges, das, wo willst du hin mit dieser Rap-Hip-Hop-Nummer so? Was ist dieser Hip-Hop? Ja, genau, das ist doch, nur was Halbes und nichts Ganzes, betrachtet es doch bitte nur als ein Hobby, blabliblub. Sowas durfte ich mir dann halt anhören. Klar, verständlich so, die Eltern wollen am Ende des Tages nur das Beste für dich und ich habe trotzdem durchgezogen, ich habe einfach gemacht und es hat sich zum Glück ausgezahlt. So. Also das Geilste daran war eigentlich, unabhängig von am Anfang erstmal nur reinbuttern und Minus machen und dann irgendwann auf den grünen Zweig kommen, war wieder dieses autonome, selbstbestimmte, ey, ich habe alles selbst in der Hand, keiner ist mein Boss, ich bin mein eigener Chef. Oh, Gott sei Dank. Und ja, richtig. Und vor allem diese freie Zeitgestaltung, diese sich kreativ ausleben können, mit Leuten connecten, da irgendwas erschaffen aus dem Nichts. Und ich bin Sternzeichen Löwe, mir gibt es unfassbar viel, etwas zu kreieren. So. Und da geht mir heute noch einer ab. So, wenn ich jetzt einen neuen Song schreibe, einen neuen Text schreibe, dieses Gefühl, das liebe ich. Da kommt auch nicht viel ran. So. Ich meine, ich habe es ja gerade gesagt, Alter. Die Sachen, die du hast, vom Merch bis zum, wie die Sachen produziert sind, bis zu, wie du. Du warst der Erste. Du hast mal vor. Das ist schon ewig her, dass du mal Pflanzen aufgezogen hast und Leute da online mitbestimmen hast lassen, was für einen Dünger die kriegen und was jetzt. Also, du bist eigentlich eine Marketingmaschine. Und jetzt kommen wir, warum ich gerade gejubelt habe, warum ich jetzt gerade zu dieses Yes. Weil. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich mache ja Jugendarbeit zum Beispiel, ich habe immer mit Kids zu tun. Das ist ja auch das. Und das ist ja auch das. Ich meine, ich habe dann immer wieder Kids, die mich an dich erinnern, an mich erinnern. Mhm. Und du hast frustrierte Eltern, die sagen, ey, der ist jetzt 16, 17, 18 und ich habe herausgefunden, der dealt. Ja. So, ne? Und ich denke mir, dann wollen sie immer diesen Geschäftstrieb, dieses Hustler sein, wollen sie aus den Kids rausprügeln. Die müssen jetzt wieder an die Uni, die müssen jetzt in die Schule, die sollen jetzt wieder. Der soll jetzt erstmal eine Ausbildung machen. Und ich denke mir immer, ich suche immer Alternativen, wie wir das fördern können. Mhm. Wir haben beim einen, der war zu jung und für alles andere, der war erst 15, habe ich vor kurzem ewig drüber geredet. Und dann war halt so das, ey, wie wäre es, wenn ihr eine kleine Summe Geld, die haben bei dem 3.000 Euro gefunden, weil die gerade 15-Jährige geworden, wollten sie ihm dann wegnehmen und so. Ne? Und dann war so dieses, wie wäre es denn, wenn ihr ihn zum Beispiel
Schuhe kaufen lässt. Turnschuhe, online, so frisch. Der kann sich voll gut aus mit Turnschuhen. Ja, ja. Der kann doch die kaufen, der kann die doch weiterverkaufen. Helft ihm doch dabei, diesen Geschäftstrieb irgendwie zu fördern. Ja, und jetzt zu sehen, wie jemand sagt, ey, ich habe dann aufgehört, also ne, ich habe dann versucht, dieses Deal hinter mir zu lassen und mich in was anderes reingesteigert. Depression bekommen, Digga. Depression gekommen, wenn ich in der Uni war. Und jetzt hast du hast daraus ja so viel kreieren können. Mhm. Und das kann sein. Jetzt würde mich interessieren, hast du irgendeinen Tipp für Eltern, wie sie damit umgehen? Ich finde, deine Eltern haben sich jetzt eigentlich trotz allem recht gut angehört, wie sie versucht haben, damit definitiv umziehen. Also das, aber hast du einen Tipp? Stell dir vor, du hast jemanden, findet das raus, was deine Eltern rausgefunden haben. Wie kann man damit umgehen? Du bist selbst Vater mittlerweile. Ja, richtig. Also was ich immer selbst persönlich als sehr, sehr wichtig empfinde, ist nicht mit Verboten arbeiten, sondern mit einem offenen Dialog. Transparenz, mit sich miteinander auseinandersetzen, miteinander reden. Wo kommt das Ganze her? Wie bist du da reingerutscht? Warum, wieso, weshalb? Was gibt es dir? Was möchtest du von deinem Leben? Einfach, dass man mit dem Kind auch so ein bisschen abwägt, so, was sind denn eigentlich deine Perspektiven? Wo willst du hin? Und wie finden wir hier gemeinschaftlich eine Lösung, die dich nicht irgendwo einengt oder vor Verbote stellt, sondern wie können wir das ganze Ding ummünzen in irgendwas Produktives, im besten Fall natürlich was Legales. Und wie sieht's aus mit deiner Sucht? So, bist du selber süchtig? Wie oft konsumierst du? Ist da eine gewisse Regelmäßigkeit drin? Probierst du was damit zu kompensieren? Oder was zu verarbeiten, was man vielleicht auch anderweitig verarbeiten kann? So, das hat ja oft meistens den Vorlauf, dass so eine Entfremdung von den Eltern stattgefunden hat und dann nicht mehr offen und ehrlich miteinander geredet wird. So, wie ist meine Gefühlswelt? Was bedrückt mich? Wovor habe ich Angst? Habe ich vielleicht Depression? Habe ich eine Sucht oder sowas? Die meisten gehen ja gar nicht mehr damit zu ihren Eltern, sondern machen das entweder mit sich selbst aus oder es wird maximal im Freundeskreis oder der Freundin besprochen, wenn überhaupt. Und das ist eigentlich das Nonplusultra, drüber reden. Und klar, die Eltern werden nicht alles verstehen können, aber weil es halt auch eine ganz andere Welt ist, so, die selber als sie in dem Alter waren, nicht in der Form vorliegen hatten. Die hatten ganz andere Bedingungen. Wie zum Beispiel bei meinen Eltern aus der DDR, die sind halt nie mit Drogen in Kontakt gekommen. Für die war das ein total fremdes Thema. Es war jetzt kein Tabuthema oder sowas. Also ich kann mich erinnern, dass mein Bruder und ich von meiner Mutter irgendwann mal, weiß ich nicht, wie alt wir da waren, 10, 11, 12 Jahre oder sowas, damit konfrontiert wurden. So, aber Drogen nicht gut. Und, ne? Und wenn die es schafft, bis 18 keine Drogen zu nehmen und so, dann... Gibt's einen Führerschein? Dann, ja, irgendwie sowas. So, sie wollte uns irgendwie triggern, so, dann gibt's eine Belohnung. So, guter Versuch, ja. Nice try. Hat nicht funktioniert so. Also weder bei mir noch bei meinem Bruder. Und die Neugier siegt ja da meistens doch. Ne? Also es ist ja... dann doch immer irgendwo vom Umfeld abhängig, mit was für Leuten lässt man sich ein, wo treibt man sich rum und so. Und da können die Eltern nichts tun. Nichts. Das ist es nämlich, diese Verantwortung oder auch zu sagen, ja, die Eltern haben nicht gut aufgepasst oder die haben da keinen guten Job. Was man versucht hat, meiner Mom vorzuwerfen, dass ich im Knast gelandet bin, wie willst du das verhindern? Du kannst mich nicht... Die Entscheidung, niemand die du getroffen hast, hat ja nicht deine Mutter für dich getroffen. Die hast du ganz alleine getroffen. Niemand konnte uns da stoppen. So. Richtig. Hast du auch auf der anderen Seite was, wenn du jetzt den Jugendlichen sprechen würdest oder den jüngeren Menschen? Ja. Wie kann der oder die damit umgehen? Womit jetzt? Mit dem Dealen? Fangen wir an. Nehmen wir dich. Gefährliches Konsumverhalten beginnt. Man merkt, okay, man geht feiern, man geht ein bisschen mehr feiern. Man würde jetzt nicht sagen, man ist süchtig oder irgendwie ein Junkie, weil man kennt ja immer Leute, denen es noch viel schlechter geht, die noch viel weiter unten sind. Und hast du den gesehen, der ist 2 Wochen wach und so, ja, und der hat schon eine Psychose und der ist das. Und ich selber, ja, ich feiere ja immer nur von Freitag bis Sonntag eigentlich so, weißt du? Dann Donnerstag, manchmal fange ich an, dann höre ich manchmal Montag erst auf und so, aber normalerweise kriege ich ja meinen Scheiß auf die Reihe. Klar. So, ab wann würdest du sagen, guck noch mal genauer hin, mach einen Schritt zurück? Das sollte man relativ früh eigentlich schon machen. Also bei mir war es genauso, dieses, ey, mal feiern gehen, dann mal eine Nase ziehen, dann mullern gehen, völlig drauf. Ah, okay, jetzt zweiten Tag, dritten Tag in Folge. Boah, vierten, ich muss mich total runterkiffen. Es wurde immer mehr. Man hat dann natürlich, wie du selber sagst, immer so ein paar
so ein paar Antibeispiele, die das eigene Selbstbild so ein bisschen relativieren oder schönigen. Man ist dann ganz schnell wieder an einem Punkt, wo man sagt, oh, bei mir ist ja nicht so schlimm und ich habe das im Griff und so. Aber das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass man das nicht mehr unbedingt im Griff hat und sich da vielleicht auch mal ehrlicher und selbstreflektierter mit sich selbst auseinandersetzen sollte. Also ich habe tatsächlich erkannt, dass ich kokainsüchtig bin nach 10 Jahren Konsum. Fuck. Ja, fuck. Fuck. Genau. Nach 10 Jahren irgendwann merkst du, ich habe mir jetzt wie oft gesagt, so, du hörst auf und du schaffst es dann doch nicht und die Nase blutet 7 Uhr morgens und ey, lass doch eine Kapsel organisieren und so. Also völlig hirnrissige, behinderte Aktion gestartet. So, du hast dich auch gar nicht mehr gut gefühlt und trotzdem weitergeballert. Und war ein langer Weg, sich dann wirklich einzugestehen, okay, ja, ich habe vielleicht nicht 24/7 konsumiert, immer wieder und mit Crack geraucht in dem Moment oder so, weißt du? Aber wenn du halt nach 10 Jahren merkst, okay, ey, ich konsumiere aber Hand aufs Herz Kokain jetzt seit 10 Jahren, so, dann sorry, dann bist du süchtig. Dann hilft es auch nicht, wenn es nur von Freitag bis Sonntag ist. Mhm. Bro, du hast da auf jeden Fall eine dezente Abhängigkeit entwickelt. Und vor allen Dingen, ich meine, man bewegt sich ja dann auch in Kreisen, wo es immer irgendwie präsent ist, wo immer irgendwer irgendwas hat. Und da gab es dann auch so abschreckende Momente, wo dann alte Freunde vor mir standen, die halt früher gesagt haben, ey Herzog, wie kannst du nur koksen? Und boah, du bist ja völlig fertig, was ist denn los bei dir und so? Und die habe ich dann Jahre später wieder getroffen, mit nervösen Ticks, ständig in die Jacke greifen und ich so, Bro, was machst du die ganze Zeit da mit deiner Jacken in der Tasche? Ja, ich muss doch checken, ob meine Kapsel noch da ist und so. Und ey, Digga, lost. Yeah. So, und dann, klar. So, es ist so fest im Kopf, oh, du musst checken, ob es noch da ist. Ja, wirklich gruselig. So, und dann, aber erinnert es einen dann auch, das macht einem selber auch ein bisschen Angst, weil man dann so ein bisschen schaut wieder, okay, das mache ich noch nicht, aber was mache ich eigentlich auch? Genau. Ich glaube, also, das große Problem bei so einem langjährigen Konsum, gerade von sowas wie Koks, eine der Fragen, die ihr euch stellen könnt und die ihr euch ehrlich stellen könnt und die ihr euch heimlich stellen könnt, von dem ihr niemandem erzählen muss, ist tatsächlich so, jetzt, genau jetzt im Moment, wann habt ihr das letzte Mal konsumiert? Und wenn da die Antwort eigentlich so ist, ja, wow, warte mal, ist doch gar nicht mal so lange her, so, weißt du, war eigentlich gerade eben oder war gestern oder ja, eigentlich habe ich es gerade vor, dann, ne, dann ist es meistens riskantes Konsumverhalten, weil da trifft man nicht zufällig, sondern es ist dann einfach oft. Und das Problem, eins der großen Probleme ist, es gibt etwas, das dem zugrunde liegt und auf das ihr dadurch keinen Zugriff mehr findet. Ja. Weißt du, der Sig zum Beispiel, André, grüße ihn raus, er sagt immer dieses Jahr, du musst Zugang finden zu deinen Emotionen. Ja. Aber tatsächlich, bei mir war es immer so, diese Verknüpfung von A plus Droge, von B plus Droge. Zum Beispiel Techno feiern. Ich kann heute immer noch nicht auf Techno-Festivals gehen. Ohne weil, Drogen also das so. Kann ich mir, so beim besten Willen, so, ey, wenn ich jetzt auf ein Festival gehe, so, das kann ich mir. Na, und diese Verknüpfung ist massiv schwierig. Ja. Also die ist stark, die ist so stark. Ich habe Freunde, die haben leider Automaten und Meth verknüpft. So, die werden davon, das wird ihr Leben lang unmöglich sein zu trennen. Ja, so. Nicht gut. Und findet da eure Verknüpfungen. Ist es zum Beispiel, ey, ich bin gestresst, ich konsumiere, dann ist es schon etwas, wo man genau hinschauen muss. Absolut. Das ist ein großes Problem. Ist bei mir mit Cannabis auch so. Ja. Ich bin gestresst, ich greife schnell dazu. Also, wobei aber ja Cannabis. Also bei mir ist zum Beispiel auch noch ein Problem, weil du hier mit Verknüpfen und so gerade gekommen bist. Ich probiere auch so wenig wie möglich oder im besten Fall gar keinen Alkohol zu trinken. Weil über die ganze Feierzeit so habe ich Alkohol angefangen mit Kokain zu verknüpfen. Ja, natürlich. Und dann bist du, das werden jetzt ganz so viele schnell Leute wieder fühlen. Dabei, wo ich sage so, oh, okay, jetzt könnte ich einen knattern. Ja, natürlich. Sowas. Und dann kenne ich wieder keinen Halt, keinen Stopp. Knattern so. Ist doch geil. Schön in die Nase brettern. Wenn man, dann muss man ganz ehrlich einwerfen, ich bin auch heute noch süchtig. Ihr wisst, ich habe zwar länger nicht konsumiert, bleiben, ja. Aber ich weiß, dass wenn wir jetzt hier ein Bierchen, 2, 3 Bierchen trinken würden, ich würde wahrscheinlich dann jückig werden. Ich glaube, jeder, die Leute, selbst wenn sie kein Kokain konsumieren, viele haben Alkohol zum Beispiel mit Zigaretten verknüpft. Viele von den ganz normalen Leuten, die so nie Hardcore-Drogen, wenn du mit denen in den Pub gehst, plötzlich stehen die vor dem Pub und schnorren sich Zigaretten. Ja. So, und wenn euch das passiert, jetzt stellt euch vor, die Verknüpfung ist noch dazu mit Kokain, dann könnt ihr verstehen, wie schwierig das ist, das zu trennen. Jetzt hast du gerade schon
Cannabis angeführt. Wir sind beide, und da werde ich sehr stark kritisiert, weil ich ja Jugendarbeit mache, weil ich immer so als dieser geläuterte Ex-Täter gelte und so, dass ich Cannabis so verherrliche. So. Tust du das? Auf eine gewisse Art tue ich das tatsächlich. Ja, aber das ist ja auch eher die Wahrnehmung der Leute. Ne? Also fragst 10 Leute und du kriegst 8 Meinungen. So. Nichtsdestotrotz bin ich schon jemand, der Cannabis nicht in einen Topf wirft mit Kokain. Nee, um Gottes Willen. Da würde ich auch eine ganz krasse Grenze Und auch ziehen, nicht mit Alkohol und auch nicht mal mit Nikotin. So, ich habe für mich, ich habe nicht umsonst ein Rezept auch. So, weißt du, ich habe ein Rezept, für mich ist das meine Medizin. Weil du gerade gesagt hast, wenn du gestresst wirst, greifst du zum Cannabis. Mir hat ein Arzt gesagt, das ist okay. Und ich vertraue denen. Mir hat meine Frau gesagt, das ist okay. Weißt du, es ist vielleicht nicht okay für einen 14, 15, 16-Jährigen, nee, der muss da durch so. Richtig. Aber ich bin ein 40-jähriger Mann und mir hilft es tatsächlich. So, ich dann sollte auch, man dir das auch zugestehen, so, ganz einfach. Und ich habe eine Konsumkompetenz für mich heute entwickelt, das behindert mich nicht in meinem täglichen Alltag. Hast du mittlerweile, würdest du sagen, du bist konsumkompetent geworden? Also was Cannabis anbelangt, definitiv. Was sämtliche anderen Drogen anbelangt, wahrscheinlich weniger. Um noch mal ganz kurz dieses doch schon schwerwiegende Thema Kokain anzusprechen. Also auch wenn wir jetzt nur darüber reden, ne? Ich krieg Magenkrämpfe, ich krieg so ein unwohles inneres Gefühl. Ich merke richtig, wie mein Körper kämpft. So. Genau, schwitzige Hände und sowas. Und nur darüber reden, auch wenn ich jetzt seit paar Jahren auf jeden Fall nicht mehr geballert habe. So. Es ist trotzdem, wir leben hier, also ich lebe hier in der Stadt Berlin. Ich habe sehr viele Atzen, die immer noch ballern und man muss sich schon zusammenreißen. Also ich gucke ganz genau, auf welche Party ich gehe, welche ich auslasse. Ey, sind die und die Leute da? Ja, dann komme ich vielleicht besser nicht so, weil ich weiß, wie das enden wird. Und man muss schon, wenn man mit etwas aufhören möchte, gerade so auch mit chemischen Sachen, doch schon sein Umfeld etwas umkrempeln auf jeden Fall. Ist eine gute Sache. Kannst Konsumkompetenz auf jeden Fall definitiv bei Cannabis, würde ich auch behaupten. Du hast den Song Rettungsschirm. Das ist im Vergleich zu deinen älteren Sachen, in denen so, ey, wir fahren nach Prag und wir killen unterwegs. Schießen uns komplett weg, ja. Ist hier Rettungsschirm? Was ist es? Weil ich, hört euch das an, wirklich. Für mich ist es ein bisschen fast schon eine Art wie meine Appelle an Menschen, die in schwierigen Situationen sind. Absolut, war es auch. War auch die Intention dahinter, als ich diesen Song geschrieben habe. Also man muss dazu sagen, Rettungsschirm ist auf meinem zweiten Album eine drogenlose Frechheit drauf. Ist also gar nicht so weit weg von den ersten Album, was doch schon ziemlich radikal asozial daher kam. Da habe ich natürlich schon probiert, auf dem zweiten Album auch noch ein bisschen mehr die Kehrseite zu zeigen. Ich habe es auf dem ersten Album auch gemacht, so auf Ein Herz zu Drogen gibt es auch einen Song wie Wieder mal zum Beispiel, ja, oder Teufelskreis. Das war immer auch mein Anliegen, gerade bei diesem Thema, dass ich da nicht nur zu hedonistisch und exzessiv rangehe, nach dem Motto, ey, wir schießen uns jetzt hier alle weg und das hat auch überhaupt gar keine Konsequenzen, sondern nein, im Gegenteil, ey, das hat zwei Seiten, diese Medaille, und die wollte ich immer definitiv mit beleuchten. Und das war auch ein Anliegen, dann beim zweiten Album und auch beim dritten Album, das immer noch mehr zum Tragen zu bringen, weil klar, man setzt sich auch immer mehr, immer bewusster auch mit dem eigenen Konsum und dem Konsum der Leute um sich auseinander. Die fallen immer mehr Sachen auf, und gerade bei dem Song Rettungsschirm war halt der ausschlaggebende Punkt, dass ich so 2-3 Leute bei mir im damaligen Kreis hatte, die heftige Abstürze hingelegt haben, speziell auch auf Kokain. Könnte man jetzt behaupten, auf Kokain kannst du ja gar nicht abstürzen, aber halt gesellschaftlich so ein bisschen abgestürzt, wo es dann nicht nur um die Beschaffungskriminalität als solches ging, sondern auch darum ging, ey, wo kriege ich jetzt die nächste Kohle her? Muss ich was zum Pfandleiher bringen? Rippe ich gerade meine Eltern ab, damit ich die nächste Kapsel kaufen kann? Verliere ich meine komplette Integrität als Mensch? So, weißt du? Richtig. Und da gab es halt ein paar echt schwerwiegende Geschichten bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, die ich aufgegriffen habe. Und gleichzeitig war der Song auch, als ich ihn geschrieben habe, so ein bisschen auch eine Art Selbsttherapie. So, weil du hast das hört man. Ich schwör's dir, das hört man in diesem Song. So, das ist alles zusammengeflossen. Ja. So ein paar Problemfälle in meinem Umkreis und wie ich halt selber
auch meine Probleme dann realisiert habe mit diversen Drogen. Das habe ich probiert aufzugreifen. Und das, was ich auch in dem Song sage, ey, es ist nicht verwerflich, wenn du zu einem Therapeuten gehen willst, wenn du Hilfe brauchst. So, das war auch so ein bisschen der Appell dahinter. Ey, lern wieder, dich selbst zu lieben. Reflektier dich ehrlich. Setz dich mit deinem Konsum auseinander. Und hol dir, wenn's nicht anders geht, Hilfe. So, sprich mit Leuten darüber, mit deinen Vertrauten, mit Eltern, Familie, je nachdem, wo du dich aufgehoben fühlst, wo du das Gefühl hast, du wirst aufgefangen, wo man dir zuhört, auch wenn man es vielleicht nicht dem Gegenüber alles versteht, genau, deine Situation gut, vielleicht nicht versteht, aber wenigstens ein offenes Ohr hat, die zuhört, die irgendwie das Gefühl gibt, ey, ich liebe dich trotzdem als Mensch, du bist mir immer noch wichtig, egal durch was du gerade gehst, ich bin für dich da. So. Das gibt es leider viel zu selten so. Ich habe diese Songs ja nicht nur für mich gemacht, sondern ich habe die auch für uns gemacht. Ja. In allererster Linie und nicht, weil ich wusste, ey, das wird irgendwie poppen oder es wird größer. Mhm. Das war damals nicht abzusehen. Wir haben einfach Songs gemacht, die wir gefühlt haben. Mhm. Wir haben drauf losgeschrieben. Wir haben einfach gemacht. So. Und weißt du, hinten raus stehst du natürlich da und merkst dann, okay, die Hörerschaft wird größer. Vor allen Dingen dann auch irgendwann jünger. Oh, vielleicht sollte ich auch mal probieren, hier und da alles nochmal zu relativieren oder andere Facetten aufzuzeigen. Und das habe ich halt probiert. Nicht nur mit Songs wie Rettungsschirm, das floss hier und da immer wieder mit ein. Auch schon auf dem ersten Album, was ich schon erwähnt habe, Teufelskreis wieder mal. Später gab es Songs wie We Talks oder Fliegen etc. Also es weißt du, zieht sich so ein bisschen durch. Weißt du, was mir wichtig ist? Warum ich die Leute, die das so stark kritisieren oder so, warum ich verstehe auf der einen Seite natürlich, wenn ich mir vorstelle, wie ein 14-Jähriger das anhört und dazu eine Line zieht, dann finde ich das natürlich scheiße. Dann geht es dir auch nicht gut damit. Klar. Das Ding ist, aber du hast es nicht von 14-Jährigen geschrieben. Absolut so, das nicht. War nie dafür gedacht. So. Und insofern muss es seine Berechtigung haben, seine Erlaubnis haben. Und jetzt kommt der große Unterschied. Du hast es auch nicht für 14-Jährige vermarktet. Nee, und da sehe ich ein großes Problem. In dem Moment, wo Künstler das machen, wenn ich eine Box rausbringe, die auf Kinder zielt, und ich bringe diese Texte, und das machen auch viele Kollegen, ja, weißt du, leider, dann finde ich das schon anders zu bewerten. So. Das ist verwerflich. Und insofern wirklich, ich muss dir ganz klar auch sagen, ne, manche Sachen kann ich. Ich habe ja mein eigenes Thema mit Drogen so. Es gibt Drogen, die für mich auf der roten Liste sind, die ich weiß, mit denen habe ich keine Kompetenz. Mhm. Und wenn ich das höre, gerade, ich habe ja in Tschechien gewohnt. Ja. Wenn ich gerade diese Prag-Geschichte höre und so mir vorstelle, wie ich jetzt nach Prag fahre und abkack so, dann kriege ich schwitzige Hände. Das weißt Krasse du? Ist, sogar in dem Video ist nichts gestellt, bis auf die Szene, wo der Arzt da in die Tüte kotzt auf der Rückfahrt. Ansonsten ist nichts gestellt. So. Wirklich, es ist real zu 99% todesreal auf jeden Fall. Mir war es, ich fand es so cool, dass du dich hingesetzt hast hier mit mir. Ich weiß, dass es für dich nicht einfach ist, auch so ein Interview, du weißt nie, weißt schon, was kommt. Kommt dir einer von Seite, will man dir blöd kommen. Mir geht es darum, du bist relevant für meine Zielgruppe. Das freut mich. So hab ich dich kennengelernt. Weißt du, ich kam aus dem Knast, ich habe gar nichts gekannt. So, ne? Dann kam YouTube, dann kam das Auseinandersetzen damit. Dann, ich habe das tatsächlich auch über Jugendliche dann gehört. So, ne? Oh, kennst du ihn? Ey, mach doch mal was mit ihm. Und ich finde, ich sag dir noch mehr, ich finde, du bist ein gutes Vorbild. Das freut mich, danke. Du bist ein gutes Vorbild. Und das haben wir nämlich gehört an der Stelle, wo er euch, wenn ihr jetzt denkt, haha, das ist der die Drogen nimmt und so, nein. Das ist der gesagt hat, shit, ich hab's dann noch nie probiert, ich habe Depressionen davon bekommen, ich mach was anderes. Das ist der heute sowas produziert, Mann. Das ist der heute sein Geld legal verdient. Das ist der heute eine Steuererklärung abgeben muss, weil er sonst gebannt ist. Und komm hier nicht mit Finanzen. Und es ist der heute selbst Vater ist. Ja, und in diesem Gespräch war so viel drin, das Eltern nehmen können, das aber auch ihr als junge Menschen nehmen könnt, wie ihr damit umgeht. Vielen Dank für das Gespräch, Mann. Vielen Dank für die Einladung. Auch noch eine letzte Sache. Der Mann hat sich nicht einfach hingesetzt. Es war gar nicht mal so leicht. Wir haben uns davor kennenlernen müssen. Wir haben uns davor unterhalten. Und das, das spricht auch für dich. Ich wollte auch erstmal dich abchecken. Wie harmonieren wir? Lande ich am Ende sonst in der Situation, wie du selber sagst, wo man dann auch ins Boxhorn gejagt wird? Also ich habe auch schon das eine oder andere Interview erlebt, wo ich quasi geködert wurde. Und am Ende ging es eigentlich darum, mich an Pranger zu stellen. So. Ich freue mich, dass wir Homies geworden sind. Ja, voll, und Digga. Jetzt stellen wir mal. Bam. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Brauchen vielen Dank für die Offenheit. Checkt Herzog Sachen aus. Checkt seine Sachen aus, auf jeden Fall. Das war's für heute. Maximilian Pollux ist raus. Berlin!